Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Masterplan Tycoon. Ich bin süchtig, habe ich das schon gesagt? Ja, ne? Ich habe in der Pause jetzt mal die ganzen Stufen hier bis Stufe 4 hochgelevelt. Also so ein bisschen zumindest. Und ich glaube, das meiste läuft gar nicht so schlecht. Und überall haben wir Zuwachs. Also hier seht ihr, Stufe 0 ist ausgeglichen. Mit dem Fisch können wir ein bisschen nachsetzen. Dann haben wir hier alles bis auf Brot ziemlich weit oben. Kleidung läuft auch langsam wieder an. Klettert mühsam nach oben. Müsste jetzt gleich mal die 42 irgendwann touchen. Ja, genau, das geht langsam nach oben. Stufe 2, es sieht auch gut aus. Schnaps ist ein Problemchen, da müssen wir mal gucken. Baumwolle läuft, aber im Grunde genommen haben wir alles soweit ganz ausgebaut. Die Milchkanne habe ich auch nochmal verstärkt. Und somit haben wir auch bei Stufe 3 alles richtig. Und was wir eigentlich hatten, das war das Bottleneck, das war das Seil. Weil das brauchen wir jetzt hier, um das Boot zu erforschen. Das dauert 3 Minuten auf der schnellsten Schwierigkeitsstufe. Hier Geschwindigkeitsstufe. Dauert es nicht ganz so lang, gell? Schauen wir uns jetzt mal an. Damit haben wir das Boot dann erforscht auf der Meisterinsel. Ja, auf der Kupfermissionsinsel, da müssen wir tatsächlich noch die Stahlträger machen. Da war ich noch nicht weitergekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht auch mal offscreen mache. Ach, guck mal, jetzt brauchen wir eine Schiffswerft. Moment, ich sehe schon hunderte von kleinen Booten auf den Seen und Flüssen fahren. Schiffswerft, können wir jetzt hier eine Schiffswerft machen? Boot. Brettziegelfenster. Aber warum muss ich die jetzt auf den Inseln bauen? Ich kann die doch auch hier bauen, oder nicht? Lass mich mal gucken. Was machen die denn? Die bauen Boote. Ja, hier vielleicht. Wir gucken mal, ob das funktioniert, dass wir hier eine Schiffswerft bauen. Und wir gucken mal, ob das dann zählt für hier oder ob ich das wirklich auf den Inseln bauen muss. Nee, das muss ich tatsächlich auf den Inseln bauen, interessanterweise. Boot. Na gut, wir machen hier mal Pause. Damit wir ja nicht so viel Zeugs verbrauchen. Aber wir haben es zumindest schon mal. Dann gucken wir uns jetzt mal die Inseln an, warum wir das da bauen müssen. Hier müsste doch das gleiche sein. Warte mal. Boot, Schiffswerft. Warte mal. Bambusplantage, Bambusfabrik, Baumwollplantage, Seilerei, Schiffswerft. Gucken wir uns mal ganz kurz an, ob wir hier alles haben. Hier haben wir alles in ausreichendem Maße. Das heißt, ich würde auch hier nur einfach mal die Schiffswerft bauen. Und mal schauen, oder? Bauen wir die mal hier hin. Die bauen jetzt hier Boote. Wie ihr sehen könnt, würde ich die halt hier oben hin bauen, aber na gut. So, wir bewegen uns weiter in diese Inselgruppe hinein. Unsere Köche haben von den Einheimischen neue Gerichte gelernt. Jetzt probieren sie etwas Neues aus. Tortilua. Tortilua? Okay. Oh, mein Handy. Warte mal, was ist hier los? Okay. Ich kann es nicht einmal aussprechen. Wir brauchen eine Rinderfarm und eine Maisfarm. Offensichtlich. Ah, guck mal, offensichtlich kriegen wir jetzt auch die Limonade hier. Tortilua. Tortilla, Rinderfarm, Maisfarm, Tortilla-Küche. Yummy, yummy. Okay, dann gucken wir mal, wo wir die jetzt hinklatschen. Ich wäre ja dafür, dass wir die vielleicht irgendwo hinsetzen. Das ist Stein, ne? Setzen wir die mal hier so hin. Machen wir eine Rinderfarm und eine Maisfarm. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ne? Die Frage ist doch hier wirklich, warum sollte ich die so die werden auseinanderbauen, wenn, ich sag mal, das hier gar keinen Einfluss darauf hat, was da passiert. Also, kein Einfluss auf die, na ihr wisst schon, auf die Produktivität hat. 32 Bauholz. Wo geht denn das Bauholz hin? Wo ist denn das Bauholz jetzt hin? 75? Wohin verschwindet denn das Bauholz? Was ist das Bauholz? Ist das das einzige Bauholz?
ein bisschen ungünstig dann. Dann müssen wir wohl nochmal Baumholz machen. Bambusfabrik, dafür bräuchten wir 4 Baumholz. Was verbraucht denn hier Baumholz? Jetzt mal ernsthaft. Bambus, Baumwolle? Nee. Wir haben doch hier Bauholz. Das Bauholz geht da rein und das verschwindet dann irgendwie. Ach, hier, die Schiffswerft verbraucht Bauholz. Das lassen wir jetzt mal. So. Ja, okay. Dann machen wir denen eine eigene Bambusplantage hier hin. Guck mal. Machen wir das mal. 4 Bauholz. Dann kriegen die ihre eigene Bambusfabrik. Die ist dann ein bisschen unabhängig von allen. So. Also hier hinten hin, dann kriegen die das Bauholz einfach direkt aus der eigenen Zucht. So. Okay, das bedeutet wiederum, dass wir jetzt für das hier, also für das Bauen von dem, was wir jetzt hier vorhatten, genug haben. Bauholz 32, gut, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Aber offensichtlich verbrauchen wir das Bauholz dann nicht mehr so dramatisch, wie wir das jetzt gerade hatten. Das war echt furchtbar. Also, was ich besser machen würde an dem Spiel, wäre halt, dass man hier zum Beispiel auch noch was bauen kann. Und das hier wegnehmen zum Beispiel, kann ich, zeig euch das mal, wie das geht, indem ich das halt versetze. Guck. Also, ich meine, so könnte ich, oder so mache ich das in dem Fall, tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Baumholz herstellen. Also, das finde ich halt, dann kann ich das doch auch bitte direkt platzieren. Ja, das wäre doch eigentlich irgendwie viel sinnvoller, würde ich doch denken. Das nur mal so als kleine Anmerkung. So, die Tortilla-Küche braucht 32. Jetzt haben wir das ja noch mal ein bisschen aufgewertet. Ding, 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 ding. Die Tortilla-Küche, bitteschön. So, machen wir mal hier hin. Ich bin mal gespannt. Rindfleisch. Notspeicher voll. Wachsen, Scheren, Pause. Warum auch immer man Rinder scheren sollte. Nun gut. So, Tortillas herstellen. Kein Problem für uns. Wir können mal gucken, ob das mit den Zeiten her geht. Also, 2 Rinder werden in 1 Minute hergestellt. Und die brauchen 1 Rindfleisch in 45 Sekunden. Das heißt, die brauchen, um die beiden aufzubauen, 1,30. Das heißt, hier wird, naja, wie man auch schon sieht, alles ein bisschen aufgewertet. So, was haben wir da sonst noch? Konserven und Wein. Erhöht die Ressourcentransferrate um 10%. Sehr gut. Und hier haben wir auch alles. In einem so heißen Klima sind erfrischende Getränke ein Muss. Die Einheimischen haben uns versprochen, uns etwas beizubringen, aber bis jetzt sieht es ziemlich schwierig aus. Wir brauchen Limonade. Oh. Zuckerrohrplantage und Zuckerraffinerie. Gucken wir mal. Ich glaube, wir haben Zuckerrohr genug, oder? Checken hier, Zuckerrohr. Ja, kratzen wir gerade im Existenzmenü. Das heißt, ich würde einfach das mal hier hinsetzen. Die Zuckerraffinerie. Dann bräuchten wir die Zitrusfrüchtefarm. Die setze ich mal daneben. So. So, warte mal. Und dann brauchen wir das Salzwerk noch. Salzwerk muss an einer Rezepte Wasser. Das braucht Wasser. Ungünstig, wenn das Wasser braucht. Aber gut, machen wir das mal. Ja, das braucht halt jetzt Wasser, oder? Innerhalb des Rades gibt es keine Ressource, die abgebaut werden kann. Okay, da müssen wir. Warte mal, dann setzen wir das mal hier hinten hin. Das Salz ein bisschen abbauen. Und einen Brunnen, aber Brunnen haben wir ja nun wirklich hier genug, oder? Haben wir hier nochmal ein Wasser hin, nur für den Fall, dass das nicht reicht. Okay, ich sehe schon, woran es liegt. Wir müssen noch ein Lager bauen. Und auch das ist jetzt schon wieder so blöde, weil das
können wir halt hier verbinden. Und dann können wir es hier runterziehen. Können wir gucken, ob wir noch mehr, warte mal, noch mal ein Salzwerk hinkriegen. Nee, kriegen wir nicht, wollte ich sagen. Okay, vielleicht kriegen wir das hier hinten irgendwo rein oder hier. Nope. Hier oben vielleicht. Auch nicht so richtig. Naja, gut, so vielleicht. Okay. Jetzt haben wir die Zitrusfrüchte. Jetzt brauchen wir die Limonadenfabrik. Und dann müssen wir mal gucken, ob das sich so ausgeht. Salzwasser, Zitrusfrucht. Zitrusfrucht. Ich denke fast, das wird hier nicht passen mit dem... Wir gucken mal, ob wir den Zucker direkt da einbauen können. Ja, guck mal, dann können wir den doch hier direkt da oben reinsetzen. Die Zitrusfrüchte von da nehmen. Salz und Wasser. Ja, ist echt jetzt ein Problem. Zuckerrohr. Warte mal, vielleicht kann ich die ja nach da oben setzen. Geht nicht, weil... Doch, geht. Das geht nicht, das ist ja interessant. Das geht auch nicht. Na gut, ich versuche eigentlich so wenig Lager wie möglich zu bauen, aber wenn es nicht anders geht, dann machen wir das eben mit Salz und Wasser. Ist ja kein Problem. Und hier müssen wir noch ein Lager hinbauen. So. Zack. Zack. Und zack. Sehr gut. So, Limonade kriegen wir also auch geliefert. Zitrusfrüchte müssen wir mal gucken. Oder wir gucken erstmal überhaupt hier, ob wir hier alles haben. Ja, alles super dolle. Ja, genau. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir uns gar nicht großartig Mühe geben. Läuft alles super gut. Okay. So, heißt, wir brauchen nur noch 12 Limonade. Zitrusfrüchte, Mais, Rindfleisch. Haben wir halt nichts im Überfluss. Auch da könnte man natürlich überlegen, ob wir das nicht schon mal nach oben setzen. Einfach für den Fall, weil wir das halt später brauchen werden. So, wir haben alles erforscht. Guck mal, ist doch super. Ich bin immer noch in der Kupfermission nicht weitergekommen, tatsächlich. Haben wir noch nicht weitergemacht. Warte jetzt erstmal die Limonade ab. Können wir die Limonade gleich... Ah ja, guck mal hier. Exportieren. Zack. Machen wir doch mal gleich. Sehr gut. Ach, ich muss noch mal gerade gucken. Hatten wir jetzt hier rum aufgebaut auf der Meisterinsel? Ich glaube schon, oder? Bin auch echt ein Dominus. Meine Güte. Nee, hatten wir nicht. Doch, hatten wir. Hier hatten wir rum aufgebaut. Schau an, schau an. Das würde nämlich dann bedeuten... Rum. Dum, 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 dum. Können wir rum einfach dann da aus der... Ja, wir nehmen das aus dem... Dings hier raus. Aus dem Importgeschäft. Na komm. Rum. Zack. Was ist denn hier los? Können wir das nicht ab? Doch, können wir. So, jetzt gucken wir mal, ob sich der Rum hier entwickelt. Wenn wir den nicht mehr importieren. Ich nehme mal an, dass das nicht deutlich nach unten geht. Auch schön. Weil ich sag mal, da haben wir zu wenig importiert, glaube ich. Na gut, machen wir da einfach weiter, ne, mit der Limonade und so. Oder warte mal, lass mal gucken, ob wir jetzt hier Limonade importieren. Das müsste hier sein. Zucker, Kerosinöl. Oder doch hier. Kessel, Dampfmaschinen. Naja, das fehlt uns tatsächlich. Das heißt, wir müssen da gleich mal hin. Haben wir ein paar, aber nicht so viele. Sehe ich gerade die Limonade nirgends. Da kommt die neue Nachricht rein. Die lesen wir uns gleich durch. Glas, Kautschuk, Fleischpastete, Füllung. Satin, Kerosin. Ich sehe die Limonade nicht. Bin ich denn verrückt?
Lebensmittel, dum-dum-dum-dum, Dose, Milchkanne, Paprika, Weintraube, Wein, Dose, Zuckerrohr, Wasser, Käse fehlt, Käse haben wir noch nicht, Abnutzung, Materialien, Füllung, Fleischpastete, nochmal das Ganze, Lebensmittel, Zucker, Zuckerrohr, Schokolade, Schokolade, warte mal, können wir jetzt Schokolade herstellen? Nee, aber ich sehe die Limonade nicht, auch wenn wir sie importieren, kann ich sie nicht sehen, dass, wie deutlich sie da drin sind. Brot, es fehlt hier an Brot, ach du Heiliger. Ja, ich sehe die Limonade nicht, also vielleicht bin ich wirklich blind oder es liegt hier wirklich an... seltsamen Dingen hier. Nee. Gut, wir gehen nochmal. Vielleicht haben wir noch keine geschickt. Vielleicht haben wir noch keine geschickt. Limonade 8. Gut, ich sag mal, da könnten wir natürlich sagen, wir bauen noch ein bisschen mehr auf. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, wenn wir noch eine zweite Limonadenfabrik bauen. So. So, so, so. Müssen ein bisschen Platz machen hier, glaube ich. Aber im Grunde müsste das doch gehen, ne? Zucker, zack, hier rein. Zitrusfrüchte, Salz und Gedöns. Zitrusfrüchte machen... Ach, guck mal, da werden die Ponchos knapp. Machen 2 pro Minute. Zucker fehlt. Okay, machen wir nochmal eine Zuckerrohrplantage. Okay, das war ein guter Hinweis quasi. Zucker fehlt ein bisschen was. Dafür brauchen wir Zuckerrohr. Hoppala. Ist ja nicht schlimm, das können wir jetzt hier quasi hier reinbringen. Und die Zuckerrohrraffinerie arbeitet am Zucker. Und die arbeiten nicht, weil die keine Ponchos haben. Ist das denn ernst? Eieiei. Alpaka-Wolle. Die sind quasi bedient, nur die arbeiten nicht, weil sie keinen Fisch haben. Haben wir wirklich keinen Fisch? Ja, wir haben keinen Fisch. Okay, wir müssen ein bisschen Fisch ansetzen. Ist ja kein Problem. Machen wir ein bisschen Fisch. So. Lager. So, machen wir mal 2 Fische, mal gucken, ob das reicht. Hoppen wir mal. Der Fisch jetzt nach oben geht hier. Mal gucken, ob wir vielleicht noch was anderes hinstellen können. Ja, können wir gucken, ob wir noch ein Fischli aufbauen. Das wird wahrscheinlich nichts. Fische ist auf jeden Fall super. So, gucken wir hier auch nochmal rein. Ah ja, die Ponchos, genau. Die Ponchos arbeiten nicht mehr, weil sie jetzt irgendwie Probleme hatten mit der Alpaka-Wolle. Haben wir aber auch keine. Das heißt, wir müssten, wenn, nochmal eine komplette Alpaka-Farm aufbauen. Also einmal die Farm und einmal die Poncho-Sachen. Kriegen wir die noch irgendwo mit rein? So wirklich, oder? Ja, hier ist halt auch schon ziemlich enge. Ja, ich bin jetzt, hoppala, kein Freund von Gequetsche. Hoppala, die Limonade können wir noch schnell hier einsetzen. Hoppala. Ja, wir brauchen mehr Ponchos. Okay. Dann lass uns mal... Ja, wir brauchen mehr Ponchos. Okay. Dann lass uns mal ein paar Ponchos bauen. Ist ja kein Problem für uns. Wir brauchen Alpaka-Farm. Setzen wir die doch ruhig mal hier so hin. Warum auch nicht? Und die Poncho-Flicker haben wir hier unten hin. Ah, jetzt geht das hier nicht. Ah, gucken wir mal, ob das hier klappt. Ich glaube fast nicht.
Obwohl, das könnte gut hinhauen. Ach, guck mal, das ist doch super nice. Und dann setzen wir die hier rein. Ach, guck. Wie schön. Oh, eine schöne Lücke gefunden. Vielleicht machen wir einfach noch eine Farm. Machen wir hier oben rein. So, ich schau mal an. Hier oben auch nochmal schön. Also wie gesagt, schon mehrfach jetzt erwähnt, das ist natürlich blöde, wenn die Kreise quasi keinen Ausschluss auf die Produktivität geben. Das macht halt dann weniger Sinn, ne? Ich kann die halt dann quasi trotzdem zusammenpacken. Ich muss halt nur vorher sehen, dass das hier quasi weggeht, das jeweilig belegte Feld. Aber das dürfte kein Problem sein, ne? Mit ein bisschen Tricks geht das. So, gucken wir nochmal. Fischwasser, alles läuft super gut. Bambus ist, ja, wir haben ja noch einen Vorrat, ne? Also, warum auch nicht. Stufe 6 haben wir erstmal alles, was an Lebensmitteln wichtig ist. Dann haben wir die Abnutzung Alpaka-Wolle. Naja, da arbeiten wir jetzt ja irgendwie dran. Alpaka-Wolle kriegen wir auch nicht so einfach eingelagert, glaube ich, oder? Können wir mal hier, können wir das hier hinsetzen? Ja, kann man eine Alpaka-Wolle mit einlagern, warum auch nicht. Die Ponchos laufen wieder, sehr gut. Und der Rest ist auch Geschichte. So, jetzt sind wir hier quasi bei der Limonade beschäftigt. Und die Limonade arbeiten wir auch da brav ab. Limonade wird 12-mal geschickt. Okay, dann gucken wir uns das doch jetzt mal an hier. Genau, da gibt es die Limonade. Aber wo die hier zu finden ist... ist nach wie vor einfach nicht da, oder? Ich bin einfach zu dumm, das... Wie gesagt, will ich jetzt nicht ausschließen. Gut, gehen wir zurück zu den Inseln. Da sind wir offensichtlich noch nicht fertig. So, wir können Ihnen auch etwas beibringen. Ich habe schon vor langer Zeit bemerkt, dass die Inselbewohner unsere Kleidung betrachten. Lasst uns keine schlechten Gäste sein. Kleidung für alle. Wir bauen eine Schafsfarm und eine Nähwerkstatt. Ich würde nur sagen, die bauen wir auch hier unten noch hin. So, Kleidung. Schafsfarm. Bauen wir hier eine rein. Wir bauen noch eine zweite hier hin. Und eine Nähwerkstatt. Und weil wir intelligente Menschen sind, bauen wir keine zweite Nähwerkstatt. Weil wir nämlich dummerweise keine Dinger mehr dafür haben. Naja, gut. Das sollte jetzt... Kommen wir das hier verbunden? Nein, kriegen wir nicht. Klick, klick. So. Kleidung, Nähwerkstatt Nummer 2. Mache ich deswegen, weil ich denke, da brauchen wir sowieso ein bisschen mehr von. Also wollen wir da gar nicht so geizig sein an der Stelle, ne? So. Gebäude aus Bauholz sind nicht sehr zuverlässig. Wir müssen sie verstärken. Ich habe Kalkstein nicht weit von hier gesehen. Lass uns versuchen, etwas dagegen zu tun. Also gegen Kalkstein was tun? Warte mal, das war die Todesinsel. Die hatte ich ja schon abgearbeitet, nicht wahr? Kalkstein. Kupfermission. Ist das Kalkstein? Ne, das ist ganz normaler Kram, oder? Kalkputz, Kalksteinbruch. Müssen wir mal gucken, ob das hier Kalksteinbruch ist. Also ich meine, Limettenputzfabrik. Wie schön ist das denn? Außerhalb des Bereichs von Lager nicht den Leg... Was? Achso, aber keine... Ja, das ist auf jeden Fall Kalkstein. Das ist ja gut zu wissen. So, machen wir da ruhig zwei rein, warum auch nicht. So, und dann brauchen wir eine Sandgrube. Das helle Grau ist das, ja. Haben wir nichts anderes, schöneres als diese Stelle hier, das hier zum Beispiel. Können wir die verlegen? Ja, guck mal, können wir da tatsächlich verlegen, ist das schön. So,
gleich den Sand, die Sandgrube dazu nehmen. Machen wir gleich zwei dahin. Und einen Brunnen machen wir auch noch dahin. Haben wir hier alle mal schöne Verbindungen. Sand und Wasser, wundervoll. Limettenputzfabrik. Ernsthaft? Ja, können wir hier einmal eine Limettenputzfabrik machen. Aber machen wir gleich zwei vielleicht? Können wir halt nicht machen, aber theoretisch könnten wir, wenn wir wollten. Kalkstein, Sand und Wasser. Wie viel Baumholz brauchen wir da? 32. Zack. Kalkputz. Was auch immer das ist, ne? Was auch immer das sein mag. Die können nicht bauen, weil sie Limonade fehlt. Okay. Dum, 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 dum. Wir machen eine zweite. Weiß ja nie, wenn man Kalkstein mal braucht. Limettenputzfabrik. Mit Kalk wird das gemacht. Das ist ja interessant. So, hier haben wir auf jeden Fall eine fette Limettenproduktionsputzfabrik. So, was haben wir hier? Nicht genug Wartung für die Ressourcen. Den fehlt es an Limonade, den fehlt es auch an Limonade. Okay, dann gucken wir uns die Limonadenproduktion nochmal an. Das scheint ja noch ein Bottleneck zu sein hier. Stufe 7. Limonade. Limonade wird hier auch nicht. Doch, da wird Limonade aufgezählt. 2 von 75. Also das heißt, wir brauchen hier noch mehr Limonade. Und woran könnte es liegen? Am Zucker könnte es liegen. Das heißt, wir müssen einmal noch Zucker herstellen. Zuckerraffinerie. Jetzt besser arbeiten. Ja, der Zucker kriegt auf jeden Fall, oder das Ding kriegt auf jeden Fall ein bisschen Vorrat. Schauen wir mal, ob das wirklich Vorrat aufbaut oder auch nicht. Könnte sein, dass das Zuckerrohr natürlich jetzt knapp wird, ne? Mal schauen. So, die Jahreszeit des Wohlstands beginnt auf den Inseln. Das bedeutet, dass viele Leckereien zubereitet werden und Gäste eingeladen werden. Grüne Paprika-Farm, Maisfarm, Zitrusfrüchte-Farm. Ich krieg echt schon wieder Hunger. Verrückter Kack. Nun gut, wir machen an der Stelle mal einen Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, wie immer. Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir und euch und allen eine schöne Zeit.